Fische als Ergänzung für die Bordküche zu fangen, ist gar nicht so schwer. Das Wichtigste dabei, Konsequenz. Wir haben jetzt gerade Kap Spartel passiert und fahren hart am Wind Richtung Südwest. Obwohl wir bereits im westlichen Mittelmeer einige Fische gefangen haben, ging es mit der Angelei erst auf dem Atlantik so richtig los. Oh, hier ist er noch. Siehst du? Riechst du mehr lang, ja? Unsere Minimalausrüstung besteht aus 30 Meter Flaggenleine, einem einmetrigen Stahlvorfach, an dem an einem Wirbel ein Gummitintenfisch als Köder befestigt wird, der mit einer Bleibombe beschwert ist. Am Anfang der Angelleine ist eine kleine Bucht eingeknüpft, in die ein Gummistrop eingehängt wird, der als Ruckdämpfer fungiert, wenn der Fisch beißt. Zwei Schleppleinern verdoppeln den Angelerfolg. Nicht selten hatten wir kurz hintereinander Bisse an beiden Leinen. Die Flaggenleine lässt sich mit der Hand viel leichter einholen als eine Nylon-Angelschnur. Das ist mein liebstes Vergnügen. Fische fangen. Essen mag ich es ja nicht so sehr, aber das Fangen macht Spaß. Der verwendete Köder hat auch einen gewissen Einfluss auf die Größe der gefangenen Fische. Je kleiner der Köder, umso kleiner sind auch die Fische, die beißen. Der Fang von 5 Minuten. 3 Tunas. Auch die Farbe des Köders hat Einfluss auf den Fangerfolg. Wenn mal tagelang nichts beißt, einfach die Farbe des Köders wechseln. Nach dem Fangen werden die Fische gleich ausgenommen und portioniert. Große Fische haben wir nur filetiert. Die werden sowieso in Stücke geschnitten, die dann in die Pfanne kommen. Dadurch erspart man sich viel Sauerei im Cockpit. Die Fische werden vom After her mit einem scharfen Messer bis zu den Kiemen aufgeschlitzt. Dann kann man mit der Hand gut die Innereien aus der Leibeshöhle des Fisches herausholen. Manchmal hat man einfach Glück und gerät in einen großen Fischschwarm. So wie wir hier vor der südspanischen Küste. Innerhalb von einer halben Stunde konnten wir 14 Makrelen fangen. Grillenfischerei vor der spanischen Küste. Man wirft den Köder rein und holt den Fisch raus. Für eine richtige Mahlzeit braucht man dann 2 Stück pro Person. Nach dem Ausnehmen werden die Fische noch einmal gewaschen, bevor sie in eine Plastikbox und in den Kühlschrank kommen. 6 Stunden nach dem Fang liegen sie bereits auf dem Teller. Um unsere Chancen zu erhöhen, haben wir nach einiger Zeit begonnen, auch in der Nacht durchzufischen. Unsere stolze Anglerin. Das ist eine einfache Rechnung. Je länger der Köder draußen ist, umso eher beißt ein Fisch an. Vorne ist schwer. Wenn zu wenig Platz in der Kühlbox ist, kann man Fische auch durch Einkochen haltbar machen. Die dadurch gewonnenen eigenen Fischkonserven halten problemlos bis zu 3 Jahre, wenn sie richtig gemacht sind. Damit wir Gas sparen, haben wir das Wasser bereits mit dem 12-Volt-Kocher vorgewärmt. Doch nicht immer haben wir die Fische mit der Angel gefangen. Auf dem Weg zu den Kapverden folgten uns stundenlang 2 große, über 1 Meter lange Doraden. Die direkt vor sie hingeworfenen Köder ignorierten sie oder bissen sie einfach von der Leine ab. Diese 1,15 Meter lange Dorade habe ich mit der Harpune von Bord aus geschossen. Als sie merkte, dass es ans Eingemachte ging, konnten wir nur schnell aus dem Cockpit springen, um unsere Füße von den scharfen Flossen in Sicherheit zu bringen.
der Harpune geschossen. Mit einer rostigen. Um so einen kapitalen Brocken zu zerlegen, braucht man schon scharfe Messer. Ich bin schon erschöpft. Die Ausbeute der erfolgreichen Jagd waren über 4 Kilo feinstes Fischfilet. Um den Fang auch optimal zu verwerten, gab es dann tagelang Fisch zu essen. Heute gibt es gebackene Dorade. Was sonst? Nach zweimal gebratener Dorade. Doch manchmal waren wir auch nicht so erfolgreich beim Angeln. Diese Makrele mussten wir uns dann zum Abendessen teilen. Billige Plastikrollen haben sich zum Einholen der Leine und zum Verstauen des Angelzeugs sehr bewährt. Nicht immer hängt ein Fisch an der Angel. Sabina entwickelte sich zu einer richtigen Expertin zum Herstellen unserer Low-Tech-Angelausrüstung. Mit dem Einsatz von Doppelhaken haben wir den Prozentsatz der Fische, die wir auch an Bord bekamen, deutlich erhöht. Unsere erfolgreichsten Köder waren kleine 10 cm lange Gummitintenfische in den Farben Blau, Rot oder Orange-Gelb. Unser mit Abstand erfolgreichster Köder war dieser orange-gelbe Gummitintenfisch, den wir in einem Erstausrüster-Set bei Lidl in Österreich gekauft hatten. Sollte einem das Angelglück mal verlassen, gibt es ja noch andere Möglichkeiten, an frische Meeresfrüchte zu kommen.